die Kamera bei mir immer so einzurichten, dass man auch einen Großteil von der Bodenfläche sieht. Und die nächste Sache spielt sich jetzt auch am Boden ab. Und zwar versuche ich auch, um es mir selber zu merken, mit euch wieder 4 Durchgänge von unserem Mobility Flow zu machen. Und der startet wieder in der Stützposition rücklings. So. Unterstützt du mich? Okay. So, aus dieser Position, wir machen es jetzt nochmal langsam, Schritt für Schritt. Ihr könnt direkt mitmachen, falls ihr den Blick auf den Bildschirm noch habt. So, also, Hintern hoch, linkes Bein unten durchziehen, bis in den Ausfallschritt. Dann einmal wieder absenken, schiebe ich mich nach vorne, bis das Knie den Boden berührt. Und das Bein, das jetzt am Boden ist, geht hoch Richtung Decke. Beide Füße nebeneinander absetzen, während wir Richtung Boden und lang machen im Schulterbereich. Von hier aus dann die Hüfte absenken, runter mit der Hüfte. Wir gehen in die Bank, machen einen Katzenbuckel und setzen uns zurück auf die Ferse. Dann wieder zurück in die Startposition. Stützrücklings links und der rechte Fuß beginnt. Also rechten Fuß unten durchziehen in den Ausfallschritt. Dann nach vorne das Knie absetzen, das Bein nach oben strecken und die Füße nebeneinander absetzen. Fersen streben Richtung Boden und die Schultern lang machen. Dann die Hüfte absenken. Bankposition in den Katzenbuckel und auf die Fersen absetzen. Dann könnt ihr nochmal die Hände nach vorne schieben. Okay, so, das machen wir jetzt noch einmal rechts und einmal links, beziehungsweise wir fangen ja mit dem linken Bein an. Gut, also Start in der Sitzposition, Stütz rücklings. Linker Fuß beginnt und Stütz rücklings, Fuß durch, aus dem Ausfallschritt, die absetzen und das Bein zu decken. Nebeneinander werden, Schritt zum Boden, tragen werden. Hüfte durchhängen lassen, Katze hoch und absetzen. Ready? Zur anderen Seite. Aus dem Stütz rücklings, rechten Fuß durchschieben in den Ausfallschritt. Dann nach vorne mit dem Knie auf den Boden. Dasselbe Bein jetzt nach oben strecken. Füße nebeneinander absetzen. Ferse Richtung Boden streben lassen. Schultern lang machen. Dann Hüfte absenken lassen. Bankposition. Handbuch. Und nach hinten auf die Fersen absetzen. Gut. Von hier aus machen wir jetzt noch einen kurzen Kraftteil. Was habe ich mir dabei gedacht? Auf meinem Plan steht Diamond Push-Ups. Die Hände formen eine Raute. So setzen wir sie auf den Boden auf und machen Liegestütze so, dass nicht die Nasenspitze, sondern das Brustbein die Raute berührt bzw. über der Raute dann sich befindet. So, Position, ich zähle vor. Und 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8, 9 und 10. Wir gehen in die Rückenlage. Und machen Crunches. Und zwar ziehen wir immer Ellenbogen und Knie zusammen, das andere Bein streckt. Wieder Ellenbogen und Knie zusammen, das andere streckt. Weil das relativ zügig geht,
zähle ich immer für zwei Bewegungen eine Zählzeit. Und 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 und 10. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Gut. Letzte Übung. Aus dem Kniestand, Maihisarachi, gehe ich hoch und mache eine kleine Sprungbewegung. Also ein kleines Hüpfen, nehmt das Bein als Sprunglimit mit, das Bein zieht den Rest des Körpers hoch. Da machen wir jetzt 5-mal rechts, 5-mal links. Und 1, 2, 3, 4 und 5. Kasachok Wechsel. Anderes Bein. Und 1, 2, 3, 4 und 5. Okay.